Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, du bist das Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, du bist das Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch. Das habt ihr sehr schön gemacht, vielen Dank. Und worauf freut ihr euch denn besonders bei diesem Konzert? Auf die Lieder. Auf die neuen Lieder oder auf die Lieder, die ihr schon kennt und wo ihr richtig schön mitsingen könnt? Auf die Lieder, die man kennt. Macht ihr denn gerne mit bei den Konzerten? Ja. Wart ihr schon mal auf dem Konzert von Volker Rosin? Nein. Ich nicht. Ich war einmal. Ich war auch einmal. Und wie fandet ihr das? Gut. Gut. Und erinnert ihr euch zum Beispiel noch an die affenartigen Bewegungen, die dort gemacht wurden? Ja. Könnt ihr die vielleicht mal vormachen? Ich nicht. Ahuga, aga, huga. 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 Hast du Volker schon mal im Fernsehen gesehen? Ja. Wo war das denn? Auf ZDF. Auf Ostern. Und wie fandest du das? Super. Und weshalb kommst du denn jetzt wieder hierher? Weil mir seine Konzerte gut gefallen. Ich kenne ihn jetzt so aus dem Kindergarten. Die Kinder haben da halt erzählt, dass sie die CDs da haben. Ich kenne ihn so noch gar nicht. Ich war noch auf keinem Konzert von ihm. Ich lasse mich überraschen, was da heute auf mich zukommt. Meine beiden Kinder singen sehr gerne und die tanzen auch. Und meine Tochter hat auch gesagt, jetzt nachdem sie das halt vom Kindergarten her kennt, dass sie da gern hin möchte. Und ich weiß das auch von Bekannten, dass das ganz gut sein soll. Die machen den Kindern Spaß, machen selber Spaß zum Mitmachen. Da kommt richtig gute Laune auf. Was erwarte ich? Ja. Ja, tolle Musik, einfach so für Kinder auch zum Mitklatschen, zum Mitsingen, die man halt auch so kennt. Die können das in- und auswendig, sobald ein Ton eingefangen ist, dann fangen die anderen an zu singen. Ich habe eine CD davon und ich war auch letztes Jahr schon mal hier. Ach, du warst schon mal auf dem Konzert. Und was hat dir da besonders gut gefallen? Der Gorilla mit der Sonnenbrille. Der Gorilla mit der Sonnenbrille. So gerne mit Sibylle, oh la la. Die Mambo tanzen alle gerne, oh la la. Aber zeigt ja ihre Sterne, oh la la. Zeigt euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt so elegant, mit Sibylle an der Hand. Seht euch den Gorilla an, wie er Mambo tanzen kann. Ja, er tanzt so elegant, mit Sibylle an der Hand. Am meisten freue ich mich darauf, gleich meine Kinder dabei zu erleben bei dem Konzert. Haben Ihre Kinder denn immer Spaß, wenn sie die Lieder von Volker hören, oder? Meine Kinder haben reichlich Spaß. Meine kleine Tochter hört im Auto nichts anderes außer Volker Rosin. Und wenn wir was anderes anmachen, dann kriege ich immer Ärger. Und wie sind Sie auf Volker Rosin gekommen? Woher kennen Sie den? Eine Tante von mir hat uns Kassetten geschenkt für die Kinder von Volker Rosin und so sind wir da rangekommen. Warum mögt ihr denn Volkers Konzerte oder Volkers Lieder so gerne? Weil er einfach schöne Lieder singt. Wie sind Sie denn auf Volker Rosin gekommen? Durch das Konzert, was er hier in Geseke gegeben hat. Ne? Da waren wir dann und das hat ihr so gut gefallen, dass sie jetzt ihre Freundin gerne mitnehmen wollte. Es ist kindgerecht einfach. Einfach auch für die Kinder mitzusingen. Ne? Die haben sowieso, denke ich, jedes Lied sofort im Ohr, ne? Anders als Erwachsene. Wenn ich mal anfange zu singen, könnt ihr dann mitsingen? Also wir singen mal alle zusammen, ne? Hört gut zu, hört gut zu. Jetzt kommt das singende Känguru. Hört gut zu, hört gut zu. Dem singenden und springenden Känguru. Hört gut zu, hört gut zu. Jetzt kommt das singende Känguru. Hört gut zu, hört gut zu. Dem singenden und springenden Känguru. Sehr schön, danke. Den Volker kennen wir aus dem Urlaub aus Mallorca, und zwar aus dem Kinderclub. Da kennt er ihn auch und da haben wir auch schon die Lieder gesungen abends. Ja, man kann da mitsingen und mitklatschen und die Kinder behalten es ganz cool im Kopf. So den Refrain und eben den Text auch. Haben Sie denn bereits irgendwelche Kassetten oder CDs von Volker Rosin? Ich glaube, eine CD haben wir gekauft. Zwei, eine habe ich und eine haben wir schon hören. Ach so, ja gut, dann haben wir jetzt zwei. Weißt du mehr als ich. Und welches Lied kennst du denn?
Fast alle. Ich esse gerne Lakritze, auch bei größter Hitze. Macht ruhig eure Witze, wenn ich hier so sitze. La, la, Lakritze. La, la, Lakritze. Ich esse gerne Lakritze. Singen Sie die Lieder denn auch zusammen in der Familie? Ja, ab und zu mal. Mhm. Aber sie ist jetzt aus der Schule raus und sie kommt jetzt erst in den Kindergarten rein. Von daher haben wir eine kleine Pause gehabt jetzt in der Hinsicht, aber ich denke, das kommt noch. Ich arbeite im Kindergarten und ja, da ist Volker Rosin eigentlich unser täglicher Begleiter. Hört gut zu, hört gut zu, jetzt kommt das singende Känguru. Hört gut zu, hört gut zu, das singende und springende Känguru. Im Stall ist heute mächtig was los. Die Wärter fragen sich, was ist das bloß? Die Affen stellen schon die Stühle bereit. Das Känguru ruft, es ist soweit. Hört gut zu, hört gut zu. Jetzt kommt das singende Känguru. Hört gut zu, hört gut zu. Dem singenden und springenden Känguru. Ja, er kann halt die Kinder und auch die Erwachsenen sehr gut motivieren, mitzumachen, mitzutanzen, mitzusingen. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das letzte Mal war ich mit der Denise da und ja, es hat uns einfach Spaß gemacht. Okay, vielen Dank.